Ich habe an die Zeit gedacht, der 90er Jahre bis jetzt. Also im Grunde so die Zeit nach dem Mauerfall, die jüngere Gegenwart sozusagen. Weil seit die Mauer gefallen ist, Berlin ein Riesenversprechen für ganz viele Leute ist, die kommen hierher und die wollen hier zumindest Party machen am Wochenende und Spaß haben. Und viele Leute haben auch die Idee, dass hier sie sehr frei sich bewegen können und feiern können und Party machen können und es sich gut gehen lassen können, so wie es woanders in der Kleinstadt oder irgendwo auf dem Dorf nicht möglich ist. Und das gilt ja nicht nur für Leute jetzt aus Bayern oder Mecklenburg, sondern es gilt eben auch für Spanier, Italiener, Bulgaren, Rumänen, Brasilianer. Das Berliner Clubleben, Nachtleben hat ja so eine riesige Sogwirkung für ganz viele Leute von außen. Na, die Clubszene hat sich seit den 90ern natürlich total verändert und kommerzialisiert. Es ging ja mit so verrückten Partys draußen los, die dann irgendwann zu riesigen Love Parade wurden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, dass ja ganz viele Raves eigentlich gar keinen Ort hatten, sondern nur temporär irgendwo draußen. Auf einem kaputten Industriegelände, wo vorher hässliche Produkte hergestellt wurden, die kein Mensch mehr wollte, zusammengebrochene sozialistische Industrie oder also irgendeine Firma, die irgendeinen Quatsch hergestellt hat, geht kaputt. Es gibt ein Riesengelände, da gibt es riesige Freiräume und da finden Veranstaltungen statt. Also so haben wir ganz viele heute groß gewordene Clubbetreiber, haben wir mit Veranstaltungen begonnen, im Grunde im Freien. Und das hat sich sehr verändert, weil natürlich jetzt die Freiräume kleiner werden. In Berlin, weil die Immobilienpreise hochgehen, das sind alles bekannte Geschichten. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es vielleicht, wenn die jüngere Gegenwart eigentlich schon zu Ende ist, darüber nochmal zu reflektieren, was ist denn das eigentlich gewesen? Was ist denn das für eine Aufbruchsstimmung und für eine Energie gewesen? Und das versuche ich so ein bisschen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe versucht, einen optimistischen Blick auf das Thema zu werfen, weil ich glaube, dass das Bedürfnis zu feiern ja nicht verschwindet, auch wenn wir jetzt irgendwie eine schwierige Zeit alle irgendwie durchmachen und die Clubs zu sind und da ganz dramatische Sachen ablaufen, weil eigentlich es keine Orte mehr zum Feiern gibt. Vielleicht ist auch ganz vieles, was seit den 90er Jahren in Berlin sich abgespielt hat, schon eine sehr, sehr positive Situation auch. Einfach, dass es Leute gibt, die sich frei bewegen können, die ein unheimlich freies, selbstbestimmtes Leben führen können und das jetzt auf einmal klar ist, das ist erstens nicht selbstverständlich, es ist zweitens permanent bedroht und es ist eigentlich diese Situation und diese Zeitstimmung auch schon vorbei. Und ich glaube deshalb, weil ich es auch selbst erlebt habe, versuche ich es zu malen. Als ich mich angefangen habe, mit dem Thema des Bildes zu beschäftigen und was ich darstellen möchte, vor allem auch an die Zeit der 90er Jahre erinnert, so die Anfänge der Feierkultur in Berlin, die sehr von Hausmusik geprägt war, die von Clubs geprägt waren, die ganz anders waren als die Clubs heute. Die Raver hatten bunte Klamotten an, blaue Haare, irgendwelche Einhornkostüme, Regenbogenzeug. Das Ganze war sehr mit der schwulen Subkulturszene verbunden, die damals ja sehr, sehr krass durch AIDS bedroht war und überhaupt nicht lustig und feierlich aussah. Und ich glaube, das ist ja oft so, dass sich so kulturelle Kontraste herstellen. Also wenn alles total bedroht ist, dann sieht es irgendwie, versuchen die Menschen so Zuckerguss und Buntheit und Farbe rüber zu kippen. Und so die richtige Katastrophe und Düsternis hält eine Gesellschaft eigentlich nur dann aus, wenn es allen total gut geht.